Dieses eine Spiel, was alle anderen Horrorgames wie Puppentheater aussehen lässt. At Dead of Night. Vor 2 Jahren haben wir es auf dem Hauptkanal gespielt. Bis jetzt eine absolute Legende auf dem Channel. Und ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ein ganz herzliches Willkommen darf ich euch zurückheißen im Seaview Hotel. Ich folge der Schauspielerin von Jimmy auf Twitter und die hat schon vor einigen Wochen angekündigt, dass der zweite Teil bereits in Arbeit ist, was mich maximal erfreute. Ich bin unglaublich glücklich darüber. Und ich dachte, wir starten hier und heute so eine kleine Reunion. Let's go, würde ich sagen. Ein spannendes Projekt erwartet euch. Ein Horrorgame mit echten Schauspielern zur Abwechslung. Ist so ein bisschen Point-and-Click-Style, aber es hat auch eine aufregende Geschichte. Ihr wart richtig krasse Fans davon, wahrscheinlich sogar noch mehr als ich. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock da drauf. Ich hoffe sehr, es macht euch genauso Spaß wie mir, denke ich mal. Ich werde es nicht am Stück zocken, weil es geht eine ganze Weile und das hält einfach mein kleines Herz nicht aus. Da kriege ich eine Vollmeise, wenn ich das versuchen würde. Aber es kommen regelmäßig Folgen und ja, ich denke, das macht euch happy. Let's go. Betreten wir das Hotel. Beginnen ein neues Spiel. Und ihr kriegt schon ein wenig den Zauber mit, den das hier verströmt. Just go to bed, Hannah. Well, listen, make sure you're... Woher, du weißt, dass du umkehren sollst. Gerade wenn du keine Wahl hast. Es gibt kein Signal. Bei Nacht und Nebel. In einem abgelegenen Hotel. Was in dem Szenario vielleicht einladender wirkt, als es sollte. Wenn man seinen Überlebensinstinkten vertraut. Don't be alarmed. Your friends booked you in. Let me just check. Ah, yes. Room 101. It's all been paid for, so you don't have to worry about anything. You're very nice friends. Very nice. And there's quite a few of you I see as well. Nice to see so many fresh, young faces. For a change. You're here for the music festival in town, I presume? Yeah, we were supposed to be camping there tonight, but... There's hardly weather for that, is there? Will you be staying for breakfast? I don't think so. We'll probably just get going. That's fine. And if you don't mind me asking, Maya, would you be interested in the entertainment tonight? Tonight? Starts around midnight, usually. Jetzt mit dem Video fängt die Unterhaltung an. Comedy. I do this comedy character called Hugo Punch. He's sort of this comedic sociopath. Says things that you're not supposed to say and that sort of thing. It's quite popular with students. I don't think so. We're all just going to bed, I think. Are you sure I can't twist your arm on this? It's okay, I'd rather just go to bed. Sorry. Fine. Wie sie das so überbetont. Just take the lift, you're on the first floor. Okay, thanks. Oh, and then drop your key off in the box, if you will, Maya, please, tomorrow. Okay. Oh, bis zum Morgen ist es eine lange Nacht. Das kann ich euch sagen. Show in town and no takers. Who needs proper entertainment when you've got YouTube and My Face or whatever? Stupid, uncultured. You don't like rude children. They're naughty. Don't start this again.
Man fragt sich, wer da spricht, ne? I don't want to hear it, okay? Not tonight. Oh, das. Shut up! Just shut up! You always do this. They're paying customers. They haven't done anything to you. Just leave them alone. Bad eggs need cracking. Whack 'em hard and crack their shell. Kick 'em down the stairs to hell. You know what you need to do, Jimmy. Show them who's boss. That's the way to do it. Das wird alles noch sehr, sehr twisted, sage ich euch. Für alle von euch, die dieses Spiel noch nicht kennen. Ey, macht euch auf was gefasst. That's it. Go to sleep. Es sind ihre Freunde, ne? Sie hat sich ausgesperrt. Oder auch nicht. Ach doch, so, warte mal, sie ist im Fahrstuhl. Und wieder fragt man sich, wer da spricht. And it was at this moment she knew. Jimmy fucked up. Das Serial Hotel hat eine dunkle Vergangenheit. Seine Geister haben eine Geschichte zu erzählen. Nicht nur die, sondern auch meine, Alter. Verwenden Sie den Geister und Geisterdetektor, um mit ihnen zu sprechen. Ah, er detektet Geister und gelegentlich auch Geister, ja. Sie werden dir Jimmys Geheimnisse verraten. Aber Jimmy muss die Wahrheit verbergen. Doch am Schluss brechen alle Mauern, oder wie war das? Um jeden Preis. Und das ist nicht das Einzige. Ich glaube, unsere liebe Maya, die hat auch eine Gabe, die wir früher oder später in Erfahrung bringen. Das ist das Gerät, das du gefunden hast. Wähle es aus, um es einzuschalten. Wir haben den Spirit Receiver, den Ghost Detector oder wie auch immer wir das nennen wollen. Es kann die Stimmen der Geister wahrnehmen, wenn du nahe genug bist. Und es geht darum, die Geschichte dieses Hotels herauszufinden, während wir uns von Jimmy nicht fangen lassen dürfen. Weil wenn das passiert, ihr könnt es euch vorstellen, oder? Und ja, falls das für Irritierung gesorgt hat, ich habe von der Schauspielerin von Jimmy gesprochen. Ja, das ist schon richtig so. Wenn du es noch nicht gesehen hast, geh zum Menü und schau dir das Tutorial-Video an, bevor du weitermachst. Ist alles klar. Ich habe das ja schon mal gespielt. Ich glaube, ich komme klar. Und so ein kleiner Überraschungsmoment ist vielleicht auch ganz nett. Wir sehen, das Spiel ist, ja, Point and Click könnte man sagen. Point and Click klingt so, oh nee, Seth, auch wirklich. Aber ey, vertraut, das macht es gruseliger, weil du diese eingeschränkte Perspektive so hast. Wisst ihr, was ich meine? So dieses, du drehst dich, du kannst dich nur ganz plötzlich umdrehen und so. Okay, schauen wir mal ins Mitarbeiterzimmer, würde ich sagen. Nee, dreh dich mal um. Ich muss noch mit der Steuerung klarkommen. Aber ich glaube, hier können wir nicht direkt reingehen. Du musst einen Kompass und einen magischen Spiegel finden. Das sind meine ersten Aufgaben. Stimmt. Meine Gabe kommt mit dem Spiegel zu Trage. Versuche diese Tür. Ich glaube, das ist der Haupteingang.
Ist natürlich abgeschlossen, er lässt uns ja nicht raus. Und wie wir gesehen haben, Jimmy hat sich schon unsere Freunde geschnappt. Die sind in separaten Zimmern untergebracht und sind nach wie vor untergebracht, ja, genau. Okay, gehen wir mal hier lang. Hier komme ich auch noch nicht rein. Das ganze Hotel ist noch ein wenig vor uns verborgen. Hier haben wir die Küche. Können wir hier irgendetwas detekten? Beginne Konversation mit Geistern, denen du ihnen Einstiegsfragen stellst. Du hast noch keine Objekte zum Anschauen. Ich kann Items finden, die ich den Geistern zeigen kann, by the way. Versuche Kontakt mit dem Geist aufzubauen. Wenn du keine Antwort bekommst, ist kein Geist in der Nähe. Ich glaube, ich krieg das mit, wenn einer in der Nähe ist, durch halt Sounds, Hinweise. Ein lautes Geräusch bedeutet, dass ein Geist in hohem Energiezustand in der Nähe ist. Sie müssen in hohem Energiezustand sein, damit sie eine Stimme haben, ist das, was ich meine. Is anyone there? Wo ich das gespielt habe, gab es noch keine deutschen Untertitel, by the way. Das haben sie dann erst hinzugefügt, als ich fertig war. Just saying. Deswegen haben wir in dem alten Projekt das teilweise noch übersetzt, also beziehungsweise meinen Cutter. Was unglaublich viel Arbeit war. Okay. Hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir mal hoch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Jimmy hier schon sein kann. Ich habe das vergessen. Oh-oh. Was ist hier? Oh, der Arcade-Bereich, Alter. What? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Is anyone there? Zumindest will noch niemand mit mir reden. Das bedeutet nicht unbedingt, dass keiner da ist. Beziehungsweise sie können nicht mit mir reden, richtig? Auch hier geht's noch nicht rein. Ich will jede Etage erstmal hier gründlich durchsuchen. Zu dunkel. Brauchen wir erst einen Taschenlampe oder ich muss den Strom einschalten oder sowas in der Art. Boah, ich bin so aufgeregt, Alter. Ihr wisst nicht. Das ist das Treppenhaus. Treppenhaus oder Fahrstuhl? Komm, fahren wir mit dem Fahrstuhl. Der hier ist kaputt. Okay, wir sind im Untergeschoss. Warte mal, wir sind im Erdgeschoss. Untergeschoss. Ich glaube, das ist der Keller, ne? Ihr habt's gehört. Oh Gott. Oh Gott, was ist hier? Geräusche eines weinenden Mädchens. Oh, Alter. Geht's nirgendwo rein. Hier sind verschlossene Spinte. Is someone there? Oh Gott, hier ist auf jeden Fall irgendwer. In dem Raum? Kann man hier irgendwo hingehen? Ich glaube nicht. Is someone there? Is someone there? Antwortet nicht. Hier? Who's there? Kann ich leider nicht ins Treppenhaus. Gut, ich fahr mal wieder hoch, das Wein. Oder höre ich noch weinen? Uff, Alter. Okay. Erster Schritt. Wir kommen später drauf zu sprechen, okay? Ich möchte nicht drüber reden, noch nicht. Raum 101. Das war mein Zimmer. Ich gehe mal hier lang. Oh Gott. Hier ist ein Bad. Kann ich da irgendetwas finden? Ich glaube nicht. Boah, Alter, ich bin irgendwie nervös, ey. Hier rein. Oh, stimmt, hier ist mein Lager. Ah, hier ist wie so eine Art kleiner Safe Room. Ich glaube, wenn ich sterbe, dann finde ich hier Items.
Aber, naja, jetzt natürlich noch nicht. Oh, warte mal. Da liegt eine Taschenlampe. Kann ich die nicht mitnehmen? Was? Aber unten war es doch zu dunkel. Das wäre ein Hinweis. Ich muss wahrscheinlich den Strom anstellen. Boah, ich habe so ein ganz mieses Gefühl, ne? Aber ich höre noch niemanden. Raum 116. Ach stimmt, ich habe ja den Master Key. Oh. Ich kann mir quasi alle Räume abgrasen. Was haben wir hier? Oh, leider nichts. Leider nichts. Gut, ich glaube, das war's dann. Jimmy ist nicht hier, richtig? Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt, Alter. Hier kann ich mich nur verstecken. Ich kann nicht in den Raum gehen. Ist zu dunkel. Gibt's hier keinen Lichtschalter, oder? Boah, so alte Hotels sind genau mein Vibe. Hotels im Allgemeinen. Ich höre was. Was ist das für eine Tür? Oh, Lager. Aber es ist zu dunkel. Ich kann mich hier nur verstecken drinne. Geht nicht? Was? Das ist eine Lüge, Alter. Da hat Granny schon gelogen. Suche hier. Oh! Ein hölzernes Paddel. Das habe ich zumindest schon mal gefunden. Wenn du Geister triffst, kannst du ihnen Fragen stellen. Ja, ist klar. Was ist hier? Hier ist der Spiegel! Awesome! Du kannst nur den magischen Spiegel benutzen. Entweder bei der Tür im Zimmer oder bei der Küche im Erdgeschoss. Bei der Tür in einem Zimmer. Benutze den Spiegel, um Hinweise darüber zu finden, wo du hingehen oder welche Objekte du als nächstes benutzen sollst. Das ist wie halt so eine Intuition, wisst ihr? Er hilft dir, verlorene Schlüssel, Kompasse und Geisterempfänger zu lokalisieren. Naja, der wird im Lager sein, denke ich mal. Wir gucken mal hier durch Spionageglas, Alter. Okay, Jimmy ist nicht da. Ich hoffe, das bleibt so, Alter. Boah, Alter. Hier gehen mir so die Muffen bei dem Game. Ich glaub's nicht. Es ist immer noch das Gleiche, ne? Guten Schlüssel. Für was? Für die 122. Interessant. Um Schlüssel auszuprobieren, öffne das Inventar, stell dich von der Tür und wähle die Schlüssel aus. Ist okay. Oh, nee, suche da. Blutverschmiertes Tuch. Das ist auf jeden Fall ein Hinweis. Sollte es da unten in den Schubladen was geben, sucht die da automatisch, glaube ich. Schlüssel für Zimmer 122, okay. Also das ist dieser Raum hier, den kann ich abschließen. Ich glaube, man kann Jimmy auch eine Zeit lang einsperren. Ich guck mal hier durch den Spiegel. Was macht das? Er ist auf jeden Fall in der Nähe. Der Kompass ist in Raum 102. Okay. Sehr gut. Ich glaube, das ist direkt auf der anderen Seite. Oh, Digga, ich trau mich nicht raus. Wait. Hör ich Schritte? Ganz leise, oder?
schmatzt. Hier rein. Ganz schnell hier rein. Ganz schnell hier rein. Kann ich ihn aus... Kann ich ihn... mit dem Einschließen funktioniert, Alter. Der muss ja hier lang gegangen sein. Raum 102. Ich glaube, hier wird es weitergehen, richtig? Oder wo kommen wir hier hin? 117? Nee, hier komme ich her. Da lang. Hier lang. Ist richtig. 118. Da war ich noch nicht. Oh, oder war ich doch da? Ist zu dunkel. Geh mal wieder raus. Oh, warte mal. Hier komme ich wieder zum Anfang. 119? Bin mir nicht sicher, ob ich hier schon war. Eine Kochmütze. Und? Der Schlüssel für dieses Zimmer. Nee, Lagerraumschlüssel. Oh. Ist Jimmy da draußen? Ich muss auf jeden Fall mal runtergehen, wenn ich den Kompass gefunden habe. Aber zuerst klappe ich diese ganze Etage ab. Oh, Scheiße. Es ist so geil gemacht. Ich raste aus. Okay. Ich glaube, er ist vorbei. Boah, ich bin mir nicht sicher. Shit! Er kommt. Ich weiß nicht, wo er mich gesehen hat. Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Ist wieder draußen, ne? Kann ich das abschließen? Ich glaube, von hier komme ich. Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Alter, du musst mich da mal vorbeilassen, Brudi. Ist er raus?
Shit, von hier komme ich. Von hier komme ich. Ich muss in die andere Richtung. Tja! Du! Oh, oh, she's coming! Oh, ich komme gar nicht weiter hier! Ach du Scheiße! Als ob der nicht mal hier reinguckt, ey. Ey, ich muss eine Weile warten, glaube ich. Ich muss einfach kurz ein bisschen Geduld haben. Sonst ist der halt so krass in der Nähe. Dann hört er mich immer wieder. Ich kann dann auch nach Jimmy rufen, ne? Ich weiß nicht, warum ich das jemals tun würde. Um den hier hinzulocken, aber dann muss ich halt in die richtige Richtung abhauen. Das ist halt tricky. Okay, ich wollte da weiter. Dreh dich um. Können wir hier suchen? Nein, können wir nicht. Oh. 120. Komm ich nicht rein? Oh. Oh! Da stand er! Oh, Scheiße! Fuck my life! Oh mein Gott! Der hat mich direkt in den Raum reingehen sehen. Das ist unmöglich, dass der jetzt hier rausgeht. Ist unmöglich. Und diese Biene, die er meint, nennt sich Maya. Das war die Zimmertür, ne? Oh mein Gott! Okay, Jimmy. Jimmy, du warst eine sehr lange Zeit Hotelbesitzer. Just say. Warum ist es rot? Oh, ich dachte jetzt, der wäre im Bad. Ich dachte jetzt! Hier ist wieder ein dunkler Raum. Sie machen halt nicht jeden zugänglich. Ich höre Schritte hinter mir, oh mein Gott! Es ist unglaublich, Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Aber das ist richtig heftig. Ich habe gefühlt gar keine Zeit. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich zu schnell bewege. Ich kann mich halt auch nicht langsamer bewegen. Ich kann entweder nur laufen. Vielleicht muss ich wirklich warten. Ja, ich weiß, ich muss einen Kompass finden, Mensch. Ey, das Spiel, das... Es kann keiner nachher sagen, man wüsste nicht, was zu tun ist, ne? Hier ist wieder was. Hier Schränke. Schlüssel für den Raum. Ist halt whatever. Deadlock-Schlüssel. Oh! Terpentin und Feuerzeug. Was ein Beweis. Noch ein Spiel. Okay. Ist die ganze Hand voll. Oh, das wird auch noch ein lustiger Abend. Ja, Mensch. Ich feiere allein. Alles klar.
Ansonsten kann ich mich nur im Schrank verstecken. Ich gucke jetzt mal hier durchs Schlüsselloch. Dort drüben, du bemerktest Whiskyflaschen. Könnt ihr jetzt nicht sehen gerade. Kommt ihr hier vorbei geschlichen oder was? Ich muss nach da, ne? Nach links. Nein, muss ich nicht. Also hier lang, nach rechts. Ja, in dem Fall. Oh, scheiße. What? Oh, Alter, ich weiß nicht, wo der ist. Ich hätte gerne einen Jimmy-Detektor. Kindergeldbeutel. Ein Kompass! Ich hab keine Zeit! Eieiei! Als ob der das nicht gesehen hat! Nein! Hilfe! Scheiße, ist er hier? Oh Gott, ich will nicht! Du Scheiße! Es ist rot hier, by the way! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das war zu spät, Alter! Das war zu spät, oder? Ja! Oh Gott! Ach du Kacke, Alter! Boah, ich hab so viel Zeug gefunden, ja. Das kann man mal. Das kann man mal appreciaten. Was macht der jetzt mit mir? Okay, schleppt mich in irgendein dunkles Zimmer. Ich weiß nicht, in welchem Raum ich bin. Ich werde das vermutlich gleich herausfinden. Okay, wo bin ich? 107! Was? Der Kompass zeigt in die Richtung anwesender Geister. For real, though. Warte mal. Wo hat er mich denn jetzt hier rausgeschnackselt? Der Jute. Warte mal, 108? War ich gerade in 108 oder war ich in 106? War ich hier schon? Hier war ich doch noch gar nicht. Oh. Hier kann ich aber rein. What? Hat er mir den Master Key weggenommen? Nee, hat er nicht. Nee, alles easy. Nee, alles gut. Ist okay, ist okay, ist okay. Einige Koffer. Ja, ja. Du bezahlst du heute 65.000 Euro für... Wenn du das ins Handgepäck mitnehmen willst. Weißt du, Flugpreise 19 Euro, aber wehe, du hast einen Schlüpper dabei, Alter. Puh. Offensichtlich war ich da nicht. Offensichtlich war ich nicht in der 108. Nee, 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 nicht so schnell. Eins nach dem anderen. Bin ich hier verreckt? Nee. Bisschen klimatisch. Oh, ich habe meinen Ghost Receiver nicht mehr. Die Sau hat den gemopst. Das Schwein. 107. Schau im Lagerraum für den ersten Stock. Ja, ja. Ja, ja. Erster Stock. Ja, 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 ja. Warte mal, hier bin ich rausgekommen. Stimmt. Was ist das da für ein Nebenraum? Ist das das Lager? Ich habe immer noch nicht 102 gefunden, by the way. Was ist das? Ja, aber das ist nicht das Lager. Das ist einfach nur ein Abstellraum, aber den kann ich nicht benutzen. Ich höre fucking Schritte hinter mir. Muss ich hier lang? Nein, hier komme ich her. Ich höre Schritte hinter mir.
Boah, ich glaube, hier bin ich verreckt, ne? Ja, hier bin ich verreckt. Kommt der? Ich glaube, der war direkt hinter mir. Was habe ich euch gesagt? Der geht genau in die Richtung. Kommt der bitte vorbei wieder? Hat er festgestellt, da ist das Mäuschen nicht und das piept auch nicht einmal? Bockmist. Och Mann, der geht da genau hin, ne? Shit. Ah, ich weiß, wo ich bin. Dreh dich mal um. Hier hin. Schau im Lagerraum. Ja, ist okay. Das hier ist mein Zimmer. Ich bin ja gleich wieder am Anfang. Ich dreh gleich wieder um. Aber ich muss... Ah, guck mal hier. Stuff. Eine Nadel und eine Flasche Diazepam. Was war Diazepam? Das ist ein Schmerzmittel? Trophäen und Preise. Jimmy Hall. Comedy. Der hat Auszeichnungen gekriegt für seine Show. Du hast einige kindische, gewalttätige Zeichnungen. Das ist aber sehr, sehr kindisch. Und? Nüscht. Eine Spinne. Okay, das ist mein Zimmer. Ich habe so viel Stuff. Ich kann die Geister danach fragen. Das Schwert habe ich auch schon gefunden. Das hat definitiv einen Zusammenhang. Ist er da? Ich glaube nicht. Boah, das hat so diese FNAF-Spannung, ne? So mit jedem Klick. Weiß nicht, ob du gleich stirbst. Und ihr werdet feststellen, dass dieses Hotel halt einfach super unübersichtlich wird. Zumindest für jemanden wie mich. Okay. Schlüssel? Ich glaube, dann haben wir die erste Etage auch komplett abgegrast. Was unglaublich krass ist, weil es gibt nur drei. Nur, dass er da nicht steht. Ich glaube, der ist in der Nähe. Der ist ziemlich in der Nähe. Ich drehe mich um, gehe direkt in den nächsten Raum. Okay, sehr gut. Was liegt da auf dem Boden? Das ist nur abgekratzter Teppich. Boah, da wäre ich sauer, wenn ich den Raum kriegen würde. Okay, Key für hier. Wie gesagt, das ist nur, um abzuschließen oder um Jimmy einzuschließen. Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll genau. Und mir ist auch bewusst, ich soll in die Küche und so alles, aber ich... Jimmy ist irgendwo zu hören. Ich will das halt hier gerne abschließen. Bitte nicht verrecken, bitte lass es mich zum Fahrstuhl schaffen. Oh Gott. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go. Und der gegenüber 100. Was auch immer musste das sein. Ist egal. 104 oder 102? 102. Da sollte ich eigentlich den Kompass finden, Alter. Und ich gehe hier Kilometer um Kilometer rüber. Okay. Treppe für den ersten Stock. Oh, snap. Ey, die haben auch die Textur übersetzt. Ich habe bereits einen Kompass. Ja, ist gut. Das wusste ja das Spiel vorher nicht. Dass ich hier auf kleine Wanderschaft gehe. Habt ihr das gesehen? Ist er da vorbeigelatscht? Oder war das... Wait. Oder war das eine Spiegelung? Ah, das war eine Spiegelung, glaube ich. Okay, wir müssen hier definitiv wieder raus, um zum Fahrstuhl zu kommen. Also ich meine, es ist klar, dass der jetzt nicht auf einmal nicht im Zimmer auftaucht, aber... Wir müssen auf Schatten achten.
Moment. Ausgang ist da lang? Wait for real? Oh, ja. Tatsächlich. Sorry, ich bin falsch gelatscht. Wir müssen da noch rein in den Lagerraum. Dreh dich um, dreh dich. Oh! Oh mein Gott! Pui! Ja, Jimmy ist in der Nähe. Ich glaube, der kann mich hier nicht kriegen. Wir haben unseren Ghost Receiver wieder. Kann der mich kriegen? I don't know. Ich kann mich hier nicht verstecken, also kann er mich hier nicht kriegen, ne? Der war so close! Der hat mir direkt ins Ohr gerülpst! Ich warte mal ganz kurz. Das sieht aus wie ein Poster von einer Glühbirne. Jetzt nicht mehr. Wir nehmen mal die Treppe. Haben wir nicht den Schlüssel? Okay, okay, Fahrstuhl. Fahrstuhl ist es. Küche oder... Wir fahren mal ins Untergeschoss. Wir fahren nochmal in den Keller. Wir benutzen da nochmal den Ghost Receiver. Wir haben ja ein Portemonnaie von einem kleinen Mädchen gefunden. Und da war ja der Geist von dem kleinen Mädchen. Und im Endeffekt... Ich weiß nicht, ob sie da auftaucht oder so. Ansonsten gehen wir mal da lang, wo... Oh, hier? Hello? Wait. Geldbörse für Kinder? Was kann ich machen? Was kann ich machen? Ich bin noch nicht richtig in der Konversation, ne? Hier dreht es sich, hier genau steht sie, hier steht der Geist. Hello? Ich kann dich nicht hören. Geist ist zu weit weg. Versuche dich zu nähern. Was? Oh. Sie ist weg? Hier? Hier. Hey! Nein! Oh Gott! Nicht Jimmy rufen! Is someone there? Der Geist ist immer noch zu weit weg? Aber der war doch gerade hier. Wait, läuft die hier rum? Hier ist sie. Is someone there? Ist schwach. Und jetzt zeigt der Kompass wieder... Ich weiß nicht, also hier habe ich sie getroffen. Is anyone there? Ich versuche, wenn der Kompass sich dreht. Ah, ihr könnt das, glaube ich, nicht sehen. Oh, es ist deutlicher. Ein Geist nimmt Kontakt auf. Versuche, die Identität zu bestätigen. Wenn du Geister triffst, kannst du ihnen Fragen stellen. Paare ihre Antworten, um Verbindungen herzustellen. Ja, aber... What's your name? Ach so. Amy, sie ist 10. Trete jetzt in Kontakt mit Amy. Befrage sie zu den Dingen, die du gesehen hast. Du siehst ihre Antwort, wenn du das Objekt auswählst. Ist das deine Geldbörse hier? Who did Charles' purse belong to? It's mine. Okay. Jemand hat's gestohlen. Weiß sie über irgendetwas anderes Bescheid? Gewalttätige Zeichnungen. Who drew those violent pictures? Wahrscheinlich sie. Ein Junge hat sie gezeichnet. Ah. Und das Schwert? Who does the sword belong to? Das war Jimmys Schwert.
Okay, er hat sie damit bedroht. Was weiß sie noch? Terpentin-Feuerzeug? I found a bottle of turpentine in a lighter. What were they for? Ich weiß nicht, was das war. Jimmy hat es mir gezeigt. Füge hinzu zum Paaren. Verbinde zwei Antworten. Gewalttätige Bilder und Schwert. Okay. Und dann kommt was anderes bei raus. Und was mache ich jetzt damit? Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Das weiß sie nicht. Kinder sollten keinen Alkohol trinken, ja. Und damit auch so viel zum pädagogischen Mehrwert. Okay, ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert hier. Paare, Sichtungen, Objekte. Ein Junge hat die gewalttätigen Bilder gezeichnet. Jimmy hatte das Schwert. Ich mochte es nicht. Oder ist das ja quasi eine Connection, eine Lösung, die ich schon hatte? I saw some suitcases in a chest. Ich fuck sie jetzt einfach zu allem. Okay, sie weiß nichts über die Koffer. Weiß sie etwas über die Medizin? Where did the bottle of diazepam come from? Oh, die Stimme wird schwächer. Jimmy hatte das Schwert, ich mochte es nicht. Holzpaddel. Where did the wooden paddle come from? Ja, was ist damit? Weiß sie nicht. Amy hatte keine Antwort. Oh, haben wir es da verloren? Warte mal. Geldbeutel, Warte mal, Schwert und Zeichnungen. Und wie kann ich das jetzt sozusagen verknüpfen, dass das... Ich weiß nicht, dass sie eine Frage, dass sie da noch irgendwie drauf eingeht. Ich weiß es nicht. Boah, ich bin mir nicht sicher. Kochmütze. Who did the chef's hat belong to? Naja, mit dem Koch, oder? Okay, nur Statik. Warte ein wenig, bevor du wieder versuchst, Kontakt herzustellen. Also wenn ich die falschen Fragen stelle, dann verliert sich der Kontakt. Das ist aber auch nicht so schlimm. Wir wissen, hier war noch ein Junge. Wir fahren jetzt mal ins Erdgeschoss. Wir gehen in die Küche, weil das hat uns das Spiel ja als Hinweis sozusagen gedroppt. Aufzug ist nicht sehr vertrauenswürdig, wenn ihr mich fragt. Meine Güte. Okay, wo war jetzt hier die Küche? Ich glaube, war die hier lang? Oh Gott, ich weiß, nee, die war hier. Weiß es gar nicht. Hier war die Küche. Oder kann man hier nur einen Spiegel benutzen? War das nur quasi der Hinweis dafür, dass ich das hier machen kann? Ich sehe das Mädchen. Oder ist das der Junge? Da bin ich mir nicht so richtig sicher. Was sehe ich hier? Eine Decke? Sind da Flamingos drauf? Untergeschoss. Ist hier ein Geist? Is anyone there? Nee, ne? Untergeschoss. Ey, das war... Moment mal. Moment. Das war die Geldbörse. Das war mit den Flamingos. Sie wurde gestohlen. Aber wie kann ich diese Antworten weiterführen? Ich weiß es nicht mehr genau, wie das funktioniert. Aber das ist der Hinweis, den das Spiel mir gibt. Geldbeutel und Amy. Aber... Was mache ich mit dieser Info? Weißt du, was ich meine? Ich fahre nochmal runter, vielleicht kriegen wir Kontakt. Und wenn nicht, dann fahre ich ins zweite und mache da einfach weiter. Mit meiner Suche. Sofern wir alle Gegenstände haben, können wir alle Gegenstände connecten. Was nicht heißt, dass wir nicht die einzelnen Räume nochmal abklappern müssen.
Ihr Geist ist halt immer noch hier. Is anyone there? Ich weiß jetzt nicht, ob das schon eine Weile war. Hello. Ja, das ist sie. Is it Amy? Ja, es ist Amy. Yeah, I'm Amy. Okay, okay. Wir müssen nochmal über diese Geldbörse reden. Der Geldbeutel war meiner, hat sie gestohlen. Hat Jimmy das gestohlen? Ich weiß nicht, was dieses Symbol hier ist. Ich weiß nicht, wie ich das kombinieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Why is there a blood-stained cloth in the das habe ich noch nicht gefragt, das blutverschmierte Tuch. Hat sich wer wehgetan, weißt du was? Oh, es könnte meins gewesen sein. Oh, warte mal. Ist das was irgendwie connected gehört? Ein Junge namens Jimmy hat mich im Keller eingesperrt. Dann begann er Sachen von mir zu stehlen. Ja, die Geldbörse. Ach, ein Junge namens Jimmy. Oh, da war Jimmy noch klein. Ach so. Dann hat die Medizin auch dem... Naja, Jimmy ist krank. Der hat offensichtlich irgendwas Dissoziatives, nicht wahr? Der hat halt mehrere Persönlichkeiten. Deswegen redet er im Spiegel mit sich und einer anderen Stimme und so. Da haben diese Entwickler sich auch entschuldigt, weil sie keine Stereotypen für Krankheiten bedienen wollten. Irgendwie so. Aber das ist glaube ich, prinzipiell das, was abgeht. Ah. Verstehe. Man kann Sichtungen paaren mit Objekten. Das stand ja auch da, aber das habe ich irgendwie nicht ganz gecheckt. Ich dachte, die Objekte haben einen Zusammenhang. Das würde irgendwie mehr Sinn machen. Dann der Geldbeutel... Und sie selbst. Und jetzt kann ich das klicken. When you said Jimmy stole things from you, stehe. Is that connected with what you said about the purse? Yes, he took it when I wasn't looking and stole my wig. Okay. I told him off, but he wouldn't listen. Oh. Erdgeschoss. Irgendwas im Erdgeschoss. Jimmy wollte nicht zuhören. Jimmy nahm ihn, als ich nicht aufpasste, stahl mein Geld. Ich schimpfte ihn aus, aber er wollte nicht zuhören. Oh. Und was mache ich jetzt damit? Zusammenhänge anzeigen. Interessant. Kann ich noch irgendetwas kombinieren? Das blutbefleckte Tuch oder ist sie jetzt weg? Is someone there? Ich glaube, sie ist weg. Ich glaube, das ist alles, was sie mir gerade erzählt. Nee, sie ist noch hier. Sie ist noch hier, aber sie redet nicht. Is someone there? Nee. Okay, alles klar. Ground Floor. Wir bekommen dann immer durch diese Rückblenden irgendwie einen Hinweis. Wir gucken mal, ob wir da mit dem Kompass was rausfinden können. Wir müssen ja hier zum Glück keine Angst haben vor Jimmy. Soweit ich weiß... Was ist hier los? Hier ist irgendwas. Sounds aus der Spielhalle. Ach du Scheiße, da spielt jemand Flipper. Oh! Jimmy stiehlt von Amy. Okay, ach, sie ist hier hingegangen. Is it Amy? Yes, it's me. Okay, er hat ihr das Ding geklaut. Was ist denn dann passiert? Jimmy stiehlt von... I saw you shouting to Jimmy to give your toy back. Why did he take it? Ah, er wollte sie nur foppen. Er gab ihn mir zurück, dann hat er ihn ruiniert. Es sei witzig, das Spielzeug zu stehlen. Das Spielzeug. War da ein Teddy in der Rückblende? Warte mal. Was für ein Spielzeug?
Das Holzpedal? Nee. Das Holzpedal nicht. Das Tuch? What you said about Jimmy stealing your toy, does that have something to do with the blood-stained cloth? Nee. Nee, das ist es nicht, Jimmy steht von Amy, Jimmy hat ihr Terpentin und Feuerzeug gezeigt. Oh, er hat's ruiniert, warte mal, das könnte sein. Vielleicht hat er was verbrannt. What you said about Jimmy stealing your toy, does that have something to do with what you said about the Terpentine and Lighter? Er hat mein Spielzeug eingeweicht. Ich hab ihn gehasst. Oh! Ja, der Teddy! Erster Stock. Oh Gott. Okay. Nächster Zusammenhang. Wir haben die Überreste des Teddys nicht gefunden, wenn da überhaupt ein Essen-Überrest gibt. Wisst ihr, was ich meine? Oh, wie interessant, Alter! Boah, ich liebe das! Okay. Komm, wir gucken mal in den ersten Stock. Oh, ich will nicht wieder zu Jimmy, Alter. Mama. Ey, thank God for coffee, Mann. Unsanfte Schluckgeräusche. Versuch mich mit dem Kompass zu orientieren. Hier meinst du? Hier lang. Hier lang. Oh, dreh dich um. Okay, wo geht der Kompass hin? Der Kompass geht. Wo führt der hin? Der führt nicht in diesen Raum, ne? Nein, das ist ganz strange. Warte, ich muss ein bisschen auf ihn achten. Hier weiter. Dieser Raum ist es. Hier, 109. 100 Pro. Ist hier irgendwas? Die Koffer? Wait. Hä? Ich benutze mal den Spiegel. Doch nicht dieser Raum? Ich brauche einen Tipp. Okay, sie weint, aber das ist, glaube ich, das, was wir schon hatten. Wird jetzt wieder die Geldbörse angezeigt? Nein, 109! Doch, ich bin richtig! Ich bin... richtig, aber was ist hier? Was ist hier? Warte mal. Ich gehe raus. Ich schaue mich hier um. Hier ist nichts. Oder ist sie da drinne? Kann ich hier den Geisterreceiver einschalten? Warte mal, ich gehe mal in die Mitte des Raumes. Ich dachte, jetzt vielleicht sehe ich was, wisst ihr? Ganz lautes Rauschen. Hello? Hier ist niemand da. Okay, verstehe ich nicht. Die Koffer. Die waren hier. Im Bad vielleicht? Oder im Schrank? Ist da irgendetwas im Schrank? Wie kann ich es rausfinden? Außer, dass es übelst gruselig ist, sich da drin zu verstecken, weiß ich nicht. Das Schlüsselloch?
Oh Gott, er ist hier. Is someone there? Warum denn jetzt auf einmal? What the fuck? Oh mein Gott! Is it Amy? Ja? Oh, Alter! Ich weiß nicht, warum das gerade nicht funktioniert hat. Das hat einfach nicht geklappt. Vielleicht bin ich dem Spiel zu sehr voraus, itemtechnisch oder so. I saw you holding a toy on fire. Ja, das war ihr Teddy. Das sieht man hier. Und ihr seht's. Meine Hand war verbrannt, es tat weh, ich konnte es niemandem sagen. Also hat sie das blutverschmierte Tuch, Moment. Oh, was hat sie gemacht? Da ist noch jemand. Okay, wir müssen Kontakt mit einem anderen Geist aufnehmen. Und dafür ins zweite. Okay, alles klar. Lass uns nochmal den Hinweis anschauen. Also, ob's einen gibt, ist halt die Frage. Ich glaube, sonst hier sind wir erstmal fertig, aber unsere Wege führen uns trotzdem nochmal ans erste. Also, nur weil wir hier alles abgegrast haben, heißt das noch nicht, dass wir ready sind. Bei der Ritterrüstung. Das ist aber im ersten. Oder? Dieser Typ. Nee, im zweiten. Da muss auch eine Rüstung sein. Oh, da müssen wir hin. Gut, dann gehen wir ganz zurück ins zweite. Alles klärchen. Ich weiß nicht, warum ich da immer zum Bad gucke. Ich will nicht. Ist er hier? Gott, oh Gott. Geh weiter. Hier rum. Larum Löffelstiel, komm weiter. Geräusch des Mädchens, das leise weint. Wait, hier ist noch was. Hier lang? Wo lang? Nein, es ist hier lang. Hier, geh zurück. Shit. Hier, bei der Rüstung. Ja. Wo finde ich hier was? Hier drinne? Oder direkt bei der Rüstung? Da ist irgendwas mit dem Schwert passiert. Ach du Scheiße. Hier. I'm telling you, Jimmy, you can't do that. You're home. Amy hatte Angst vor einem Raum. Ich weiß auch welcher. Dort hinein. Da ist sie drin, ne? Okay. Ich schau mich um. Hier war der Kompass drin. Ja, genau. Ich habe bereits einen. Okay. Ist sie hier? Is it Amy? Yes. I'm Amy. Okay. Meine Hand wurde verbrannt. Es tat weh. Naja, das ist mit dem Terpentin und dem you Feuerzeug, said you couldn't tell anyone about your hand getting burned.
Does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? Ja, nee. Nein, 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 das ist es nicht. Hand verbrannt und konnte es niemandem sagen, aber das blutbefleckte Tuch. Warte mal. Das Tuch und die Hand. You said you couldn't tell anyone about your hand getting burned. Does that have something to do with the blood-stained cloth? Maybe. Nein, das war's nicht. Okay. I saw you outside a room. Amy hatte Angst vor einem Raum. Etwas erschreckte sie. Ich versuchte, einen Arzt zu finden, aber Jimmy bedrohte mich, brachte mich zum Bleiben. Die Rüstung. Hat er sie mit dem Schwert bedroht? Bestimmt. You said you couldn't tell anyone about your hand getting burned. Does that have anything to do with what you said about the sword? Nein, 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 nein. Wo sie Angst hatte. Sorry, das war falsch. Nee, 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 das war falsch. Das Schwert und dieses Angst vorm Raum. Ja, das wollte ich kombinieren. Sorry. But Jimmy threatened you to stay. Does that have anything to do with what you said about the sword? Ja, hat's. Er hat's von der Mauer genommen und es sah scharf aus. Er könnte dafür sorgen, dass meine Hand nicht mehr wehtut. Alkohol! Kinder sollten keinen Alkohol trinken. Oh, er hat dir vielleicht Schnaps gegeben. Moment. Wir gucken uns das mal an, bevor wir uns in die zweite Etage begeben. Und wahrscheinlich ist das dieser Doktortyp. Und Jimmy war da noch ein Kind. Ja, das müssen wir uns vor Augen führen. Das heißt, es ist sehr lange her hier. Die Geschichte mit dem Mädchen. Raum 112. Irgendwas hat das auch mit dem Arzt zu tun. Der befindet sich in der zweiten, das sind zwei Hinweise. Arzt, zweite Etage, hier Raum 112, den muss ich erstmal wiederfinden. Ich weiß gerade nicht, wo der ist. God damn it. Oh no. Okay, der gibt mir einen kleinen Hinweis hier, der Kompass. Die kommt wahrscheinlich, ne? Er kommt vorbei, ich höre Schritte. 100 Pro. Oh Mann, Alter! Ja, Jimmy ist in der Nähe. Er muss wieder zurück. Weil es da nicht weitergeht. Ach Mann, ey! So viele Möglichkeiten! Raum 112. Ich bin hier noch lange nicht durch. Ich dachte es eigentlich, es wäre so. Jimmy ist irgendwo zu hören. Ja, ja, irgendwo. Okay. 112, Alter. Wo bist du? Alter. Boah, ist das hier richtig? Was für ein Raum ist hier? 106. Ich bin prinzipiell ganz gut hier lang. Links. Okay, 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 okay. Hier? Nein. Alright. Was ist jetzt hier passiert? Tell me. Terpentinfeuerzeug, ja? Ja, Zauberspiegel habe ich schon. Ist okay, Whisky. Das ist der Raum. Er hat dir Alkohol gegeben, bestimmt, ja.
Amy trinkt etwas Schreckliches. Ist sie hier oder ist sie im Bad? Is it Amy? Okay. I saw you drinking something. Auf jeden Fall hat das was mit dem Schnaps zu tun. What was it? Weil der ist auch in dem Zimmer. Sie weiß nicht, was es war. Ja, das sagt er. Ah. Okay, das und die Whiskyflaschen. When you said the medicine tasted horrible, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, da ist irgendwas passiert, ne? Ich kann mich dunkel erinnern. Die ist halt dann besoffen. Ich konnte das nicht erkennen, was da los ist. Okay, Hinweis. Sieh, wie sie weint. Jimmy ist nicht in der Nähe, deswegen gibt es hier keine Einblendung von ihm. 3. Und irgendwas mit dem Arzt, wenn das der ist. Und die 2. Ja, da muss ich eh hin. Okay. Hier bin ich durch, Freunde. Erstmal. Oh Gott, warum der immer zum Bad guckt? Also sie meine ich, sorry. Die Biene, die ich meine. Gut. Jetzt müssen wir es nur noch safe zum Elevator schaffen. Ganz vorsichtig. Hier lang. Okay. Okay, cool. Numero dos. Boah. Ich hoffe, Jimmy bleibt da, wo er ist. Ich glaube halt, der reißt immer mit, ne? Jemand klopft leise an eine Tür. Zu dunkel, hier kann ich nicht hin. Wo klopft es? Der Arzt klopft bei Amys Tür, ne? Sie ist halt hier irgendwo und dann... Gibt's hier noch Räume? Nee. Okay, 218... Wo ist es? Wo ist es? Hier? Hier, warte, hier. Is someone there? Hier flackert's. Gerät einschalten. Oh, Scheiße. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Jimmy, I'm Dr. Bose. I'm just here to have a little chat, okay? Er ist der Arzt, ne? Dr. Bose. Thank you, Jimmy. I won't be long. Das ist so cool gemacht, Alter. Das ist so cool. Ich gehe erstmal hier rein und dann gegenüber. Ich will ja alle Items mitnehmen, die hier verborgen sind, um die ganzen Geschichten zu exploren, ne? Und es ist auch cool, dass jede Etage irgendwie ein bisschen anders designt ist. Okay, Schlüssel ist whatever. No, der ist da! Ich hör's knarzen. Shit! Ich will doch nur schnell gegenüber gehen. Come on! Es ist nicht safe. Es ist sowas von nicht.
Reine Luft. Okay. So, hier war Jimmy also. Ich guck mal hier rein. Nüscht! Oh, fuck. Oh! Lass mich doch in deinen alten Geistergeschichten der Vergangenheit rumwühlen, Mann. Und zwar in Ruhe. Okay. Ich weiß, er ist nicht raus. Is someone there? Ja. Hello. Oh. Wer ist es? What's your name? Dr. Bose. Dr. Bose? I'm a clinical psychiatrist. Oh, ein Psychiater ist es. Verstehe. I saw a man knocking on a door. Telling Jimmy he was there to help. Who was it? Ja, er war das. It was me. I got a call from Rose, Jimmy's mother. Okay. She wanted me to talk to Jimmy. Sie wollte, dass ich mit Jimmy rede, um herauszufinden, was ihn bedrückte. Ich weiß nicht, wer Harvey ist. Vielleicht sein Vater. Hm. Okay. Amy trinkt etwas Schreckliches. Wegen seinem was? Wegen dem, was er sich ausdachte. Medizin. Where did the bottle of diazepam come from? It can help treat impulsive behavior in some people. Okay, das ist ein Psychopharmaka. Hatte der das verschrieben? When you said Harvey was worried about Jimmy's mind. Does that have something to do with what you said about the diazepam? Nee, das hat nichts damit zu tun. Weißt du was von einem blutbefleckten Tuch? Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? It was mine. I kept it in case I needed. Oh, es war seins. Was hat er gemacht? Hat das was mit dem Schwert zu tun? Who does the sword belong to? Jimmy hat ihn angegriffen. Ich dachte, das sei gefährlich. Ja, ja, ja. Okay. Das Schwert. Und das Tuch. Nee, das kann ich nicht kombinieren. Kann ich sehen, was über... Warte mal, Amy hält ein Feuerzeug in Flammen. Sie konnte sich ja niemandem anvertrauen. Ihre Hand war ziemlich schlimm verbrannt. Jimmy dachte, das sei alles nur ein Scherz. Ja, der kann sich da nicht reinversetzen. Okay, Amy hält ein Spielzeug in Flammen. Amy hatte Angst. Amy trinkt was Schreckliches. Ich frag ihn einfach alles, was sein könnte. Worüber er was wissen könnte. Sie hat Alkohol getrunken, ja. Das Mädchen hat Alkohol getrunken. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Ja gut, das wird er nicht wissen. Ich wollte das kombinieren. Wenn Jimmys Eltern das Hotel besessen haben, dann hat er da ja auch irgendwie Zugang, oder? What you said about the little girl, Amy drinking alcohol, does that have anything to do with what you said about the whiskey? Oh, er könnte was über die Koffer wissen. Was ist mit den Koffern? In a chest. Who did they belong to? Oh, 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 ich muss ihn jetzt was fragen. Amy, tja, weiß ich auch nicht. Amy hatte Angst vor einem Raum. I saw Amy outside a room. Something frightened her. What was it? Das weiß er nicht.
Ja. Okay, es ist vorbei, glaube ich. Nee, es ist noch nicht ganz vorbei. Eins habe ich noch. Amy trank was Schreckliches. Der Mann im Aufzug. Anruf von Rose, Jimmys Mutter. Wegen dem, was er sich ausdachte. Was hat Amy zu den Zeichnungen gesagt? War das von dem Jungen? Also von Jimmy? Who drew those violent pictures? Bestimmt Jimmy. Ja, genau. Jetzt habe ich ihn wieder. Er hat sie gezeichnet. Wegen dem, was er sich ausdachte. Die beiden Sachen kann ich kombinieren. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Mhm. Ich war nicht besorgt, bis etwas passiert ist. Oh, das war's. Erste Etage. Ich weiß nicht, Freunde, was da passiert ist. Aber ich klappere jetzt erstmal die zweite ab. Und suche die ganzen Gegenstände. Aber wie immer, gucken wir, ob es einen konkreten Hinweis gibt zu irgendwas. Also mit Amy geht's im dritten weiter, offensichtlich. Mit ihm in der ersten. Oh, Moment. Was sagt es? Wahrscheinlich drei, ne? Ja. Und Dr. Bose? Irgendwo in der ersten, und da muss ich auf den Kompass schauen. Okay. Ich werde alle Gegenstände erstmal sammeln. Ich glaube, das ist meine Go-To-Strategie. Ich höre Jimmy nirgendwo, by the way. Aber das hat immer noch nichts zu bedeuten. Ich will nur alles finden. Gefährliche Heizung. Okay, die ist irgendwie kaputt. Interessant. Hat sich bestimmt irgendwer wehgetan. Okay. Das Clownsbild. Da muss ich hin zurück. Das muss ich mir merken. So, die Bilder sind gute Orientierungspunkte. Schlüssel? Ja, ist okay. Ist okay. Nichts. Das zweite? Nichts. Nichts. Schade. Der Raum ist ziemlich sinnlos. Jimmy ist in der Nähe. Ich ignoriere das mal kurz. Ich weiß nicht, was das hier für Türen sind. Ah, Versteckmöglichkeiten. Ich glaube, da kann er nicht rein. Ich bin mir nicht sicher. Hier ist eine Kamera, Alter. Okay, da geht's. Hier geht's auch weiter. 221, da war ich noch nicht. Gut. Wenn ich rauskomme, dann straight nach rechts. Treppe Etage 2. Okay, sehr gut. Lagerraum. Jetzt muss ich hier mal gucken. Raus und rechts, beziehungsweise links, weil ich ja direkt auf die Tür gucke. Das wusste ich, Alter. Und der geht genau dahin, wo ich hin muss. Bitte komm zurück. Bitte. Thank you. Als ob der da was... Ich glaube, da kann er nichts sehen. Ah, vielleicht so Schatten sieht man da. Tut man das? Ich bin mir nicht sicher. Oh Mann, Alter. Okay, sehr gut.
Jimmy ist irgendwo zu hören. Ja, ja, ja. Whatever. Ich glaube, mehr kann ich nicht abklappern. Die anderen Sachen sind, zu. Beziehungsweise zu dunkel, dass wir da hingehen können. Noch. Hab ich schon. Okay, leider nichts Interessantes. Jimmy steht hier direkt vor der Tür, wetten. Da muss ich hin. Ist so cool, dass die das halt immer richtig auch animiert haben. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Das ist doch kein echtes Hotel. Das ist doch alles mit VR. Also das ist doch irgendwie, das ist doch eine Engine, oder nicht? Oder ist das eine richtige Nee, ist es nicht. Ich weiß es nicht, Alter. Das verunsichert mich. Das ist alles übelst krass. Es ist voll immersiv und ich liebe das. Oh, was ist ein Album mit Zeitungsartikeln? Accused Psychiatrist found dead in cell. Psychiatrist tot in der Zelle. Violent abuse in private school. Missbrauch in der Privatschule. Wäscheleine und eine Teigrolle. Oh mein Gott. Was hat wer damit gemacht? Was? Ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will. Das ist irgendwie gruselig. Das ist wie eine Waffe oder so. Okay, Leute, ich glaube, ich bin hier auf der Etage fertig. Bitte nicht, Jimmy. Ja, ich denke schon. Nein! Oh mein Gott, ich dachte, das wär's. Ich hab aus Versehen geklickt vor Panik. What the fuck? Was für ein Lagerraum, Alter. Ist hier irgendwas? Ich weiß nicht, was passiert. Der weiß, wo ich reingegangen bin. Okay, zum Glück geht er weg. Oh mein Gott. Huch. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Nein. Öffne Notizen. Zimmerschlüssel, Lagerraum, Etage 2. Ach so. Ach so. Im Treppenhaus kann Jimmy nicht sein, ne? Warte, Schlüssel 1. Also zur Etage, ja. Okay, von hier kann man das aufschließen. Alles klar. Okay, cool. Wir orientieren uns mal an dem Kompass. Wait. Hier? Nee, ne? Glaube ich nicht. Hier lang. Ich muss auf die flackernden Lichter achten. Hier? Moment. Das muss nichts bedeuten. Ein heller leichter Leuchtlagerraum. Ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube nicht. Das ist vermutlich hier? Boah, ist schwierig auszumachen. Nee. 112? Could be. Ach, wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, hier war vorher was los. Who's there? Nicht mal eine schwache Stimme. Nein. Komm, hör auf. Jimmy kündigt sich an, sobald er in der Etage ist. Hoffe ich.
flackert irgendetwas. Oh. Jimmy. Ich muss schon dahin, Jimmy. Fuck. Okay, bleiben wir erstmal hier. Bleiben wir erstmal hier. Okay, ey, ihr Lieben. Ich speichere mal das aktuelle Spiel. Gespeichert. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, das war eine tolle Folge, Alter. Ein bisschen länger habe ich gezockt, als ich es eigentlich vorhatte. 19% sind wir erst. Ja, Mensch. Ja, Mensch. Haben wir noch ein bisschen was vor. Eigentlich hätte ich gerne dann in der Tat eher noch mehr geschafft. Aber gut, gibt's vielleicht ein paar mehr Folgen. Ey, ich freue mich, dass ihr alle dabei gewesen seid. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht, das hier gemeinsam mit euch rauszufinden. Und es gibt noch eine Menge andere Geschichten und es wird noch übel. Das kann ich euch versprechen. Danke fürs Hierbleiben. Schön, dass ihr da seid. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ich hoffe, das Video kommt wunderbar bei euch an. Ich weiß, dass ihr das Spiel liebt und für alle, die es nicht kennen, die haben hoffentlich auch ein sehr, sehr gutes Erlebnis gehabt und sind in der nächsten Episode wieder dabei. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.